So, willkommen zurück. Es ist 11.44 Uhr auf dem Sonntag. Wir haben immer noch Sonntag, es ist immer noch der gleiche Tag wie vor zwei Parts. Im letzten Part haben wir Olivia, Oliviana City erreicht. Und wir gehen jetzt in diesen Leuchtturm. So nennt man das Teil, ja. Spiderin ist Level 27, also kann es den EP-Teil haben. Braucht es den Teiler nicht mehr. Wir geben es jetzt Lashy. Weiteren tauschen wir gegen Eule. Wir sind auch einige Trainer vorhanden. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um dieses Pokémon zu ehren. Wir müssen kein Trainer. Wir müssen hochklettern und uns runterfallen lassen. Ja, genau. Dies ist kein Ort für Spielchen. Gentleman Hubert. Not too. Wie mit unserem Blaze. Greifen es direkt an. Mit Kopf nur. Es ist ausgewichen. Zurückgewichen. Zurückgeschreckt. Und es überlebt mit einem KP. Und setzt nur sein, was logisch erscheint. Ah, scheiß Dingens. Deswegen. Okay, bei sowas speed ich, ja? Das denn auch okay. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Dann kriegst du jetzt mal voll auf die Fresse. Bitch. Matreso Nebumuk. Nebumuk. Könnt du uns. Nebumuk. Einer von den Trainern, der seine Nummer weitergibt. Allerdings habe ich keine Lust, dauernd hier hochzuklettern, nur um gegen ihn zu kämpfen. Und ein Quapuzzi, wir bleiben drinnen, denn wir scheuen keine Furcht. Sagt man vielleicht so, vielleicht auch nicht, egal. Wir müssen gleich einen Supertrank einsetzen, damit unser Blaze wieder fit ist. Uff, ich hab verloren. Gut erkannt, Matrose. Passt doch jetzt. jo. Gehen wir mal direkt weiter, ne? Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Nein, ich möchte mir den Auftrag abholen, den Supertrank zu holen. Supertrank. Den Heiltrank. Vogelfänger setzt Taubsi in den Kampf. Eine Taubsi-Armee. Wie süß. Los, Blaze, mach sie alle fertig. Du musst dich unbedingt weiterentwickeln und Walzer lernen und Flammenwurf und Flammenrad und weißer Geier, wie ihr ganzen Attacken heißen hier. Ja, sehen wir uns EP, das ist nix. Ja, los, Slashy, du kannst alleine kämpfen. Ja, genau. Und zwar ist weiter eine Gesteinattacke und Gestein darf ja treffen. Darf Blue-Pokémon treffen. Nicht so wie Bodenattacken. Das heißt, ich kann jetzt eins nacheinander besiegen. Ja, das ist auch witzig. Wir teilen den EP-Teiler und teilen die EP mit uns selbst. Weil wir jetzt gerade selber kämpfen. Ah, die ganzen Taubsis sind Geschichte mit Walzer. Wir kriegen doppelte Erfahrungspunkte. Eigentlich normale. Der gilt zweiteilt wegen dem EP-Teiler. Aber das wird ja erst mit Pokémon Saphir und Rubin.
gefixt. Level up. So. Und noch ein Taubsee. Haben wir noch weiter drauf oder ist jetzt abgebrochen? Ah, es wird nur zweiter. Es kriegt die volle Ladung ab. Das gefällt mir. Aber ein Slot muss noch frei bleiben für Slashy, für Erdbeben. Das heißt, es darf nicht alle Freunde verlieren. Ich möchte auch kein Whirlpool bei Suicune verwenden. Deswegen habe ich mir das Garados gefangen. Vor ein paar Parts. Genau. Also wenn überhaupt erlernt Suicune nur Surfer und Kaskade. Für Whirlpool ist Garados zuständig, aber es kann ja dann auch Surfer und Kaskade lernen. Womit wir dann später Lugia erreichen. Aber das brauchen wir ja erst. Boah, ganz, ganz spät. Obwohl. Kaskade, Whirlpool und so brauchen wir schon nach der 8. Arena. Vielleicht auch in der Siegestraße. Na, wem wählst du aus? Das sei ein Fehler für dich. Spuckball und es ist K.O. Ich muss natürlich mein Team ausgleichen. Von den Leveln her. Suicune wird das ja nur im Notfall eingesetzt. Ist hier noch irgendwas unten? Guck einfach mal nach. Ein Trainer natürlich. So. Supertrank. Blaze. Wird geheilt. Aber auf der anderen Seite ist auch noch eine Trainerin. Eigentlich müssen wir uns hier schon runterstürzen lassen. Du willst unbedingt Jasmin helfen? Naja. Werden wir ja noch sehen. Hier ist noch ein Item. TM34. Was ist das? Kann ich mal was nicht so hier ist? Angeberei. TM34 Angeberei erhöht den Angriff eines Pokémons, verwirrt es dann zusätzlich. Kann man gut gegen Pokémon einsetzen, die Spezialangriff sind. Sie zu verwirren, ne? Ich meine, die haben keine Attacke, um mich dann physisch anzugreifen. Also nützt das denn nix? Aber hier greifen fast alle physisch an. Außer die Tier-Pokémon. Besiege jetzt doch einfach. Ibitak. Da setzen wir unser Slashy ein, auch wenn wir wieder doppelte Erfahrungspunkte auf uns selber bekommen. Und das sieht. Ja, man kann es akzeptieren. Weizer. Macht auch nicht ganz so viel. Macht weniger als die Hälfte, aber es verstärkt sich ja pro Runde. Und somit ist es das K.O. So, und mit Gegen-Habitat reicht das jetzt das Level ab.
Und dann kann Eule trainiert werden. Und vielleicht lernt das ja bald Konfusion. Banner wurde besiegt. Beute, Supertrank, Slashy, Blaze. Slashy wollte ich sagen. Pokémon, Slashy, Item nehmen. So, jetzt sind alle 27, bis auf Eule. Gib Eule den EP-Teiler. Und wir klettern. Immer diese Telefongespräche hier. Sonderbonbon. Da schreibe ich einfach nur SBB auf. Und wir müssen wieder zurück, weil wenn wir hier runterfallen, bringt uns das nichts. Wir müssen hier oben bei der Trainerin runterfallen. Landen direkt vor einem Trainer. Sind nett und stark. Ja. Und wir kämpfen nun gegen Matrose. Pepe. Pepe. Ein Fußballspieler aus der Serie. Captain Tsubasa, Superkicker 2006. Nachdem Tsubasa in Spanien ist, aber ich glaube nicht, dass sie daher den Namen haben, die haben einfach nur irgendwelche Namen genommen, sondern aber ich meine, es ist ja auch eine japanische Serie. Von daher gut möglich, ne? Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Von daher, keine Ahnung. Scheint der Name wohl beliebt zu sein. Aber es gibt auch so viele Trainer, die müssen ja irgendwelche Namen nehmen. Ein männliches Macholo mit Fußkick. Ein weibliches Macholo hätte dann Biss. Mein Spaß. Gegen Kapuzzi. Komm, Spider-Man, kämpf mal. Was hier Umklammerung, das ist vom Typ normal. Blutsauger vom Typ. Ach, Nachtnebel trifft er gar nicht, ne? So. Super Ball gefunden, sehr schön. Normale Musik. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Auf der anderen Seite natürlich. Ah, da kommen wir nur so lang. Hi. Was gibt es hier? Supertrank. Ein Supertrank. Aber man braucht ja einen Geheimtrank für das Pokémon. So, wir setzen uns auf den Stuhl und reden mit Jasmin. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gut sortierte Apotheke in Anemonia City gibt, aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen. Bitte. Alles klar, wird erledigt. Dafür lassen wir uns einfach mal von einem Turm runterfallen.
ist ja nicht so, dass man sich verletzen könnte, ne? Oh. Würde ich sagen, müssen wir im nächsten Part nach Anemone City surfen. Uns tauchen bestimmt wieder Trainer auf. Und wenn den Part, diesen Part hier in die Länge ziehen. Von daher, ja. Bis zum nächsten Part und